So, dann herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge Battletech. Ja, mein Kanal. Tja, wir haben ein bisschen umgerüstet beim letzten Mal. Zeit für ein paar Aufträge. Unser Gun. So, was haben wir denn? Kriegsrat, ist klar. Da gehen wir langsam aber sicher hin in die Richtung. Vertreibung und zerstöre die Basis. Gekauft. Okay. Zwei Mech-Teile, 400.000. Kann man gut gebrauchen. Ich werde nicht unter die 10 Millionen fallen. So, Highlander Überschwer mit Loose Tech Technology, Thunderbolt, Centurion and the Archer. Go. Ja, ist leicht. Ich weiß, ich krieg die nicht schwerer. Nur wenn ich Munition reinschmeiße. Da bin ich mir nicht sicher, ob sich das lohnt. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Was mich jetzt freut, ist, der Schaden-Output von allen ist höher. Geringfügig, aber sollte spürbar sein. Die plus 2 Entschlossenheit pro Runde, die ich jetzt bekomme, dank dem Highlander. Die Schadensresistenz auf dem Thunderbolt, das ist richtig, richtig gut. Ich hatte die, glaube ich, mal auf irgendwelche Mechs geschraubt. Ich bin mir da nicht mehr sicher und hab's da wohl vergessen. Naja, das passiert. Deswegen. Aber es lohnt sich jetzt, über den Laden durchzugucken. 10 Millionen haben wir noch, das heißt, Warhammer, ich hoffe, dass der irgendwann mal auftaucht. Oder gibt es ihn nur in einem speziellen Gebiet? So als Gegner kann ich mir zumindest vorstellen. So, Tracken ist immer noch Mist. Ah, über den Tracken, ich könnte mich so aufregen drüber. Zerstöre die Gebäude der Taurus und flüchte. Die Produktionsstätte der Taurus auf Sangul stellt ein illegales Eindringen in unser Territorium dar. Sie ist ferner nur ein Deckmantel für die dort stationierten Militäreinheiten. All unsere Anstrengungen, diesen Konflikt diplomatisch beizulegen, sind gescheitert. Weshalb wir uns gezwungen sehen, das Problem mit militärischen Mitteln zu lösen. Die Einrichtung muss zerstört werden. Wir sollten mit schwerem Widerstand rechnen. Die Arano-Restauration schweigt darüber, was sie in dieser Einrichtung befindet. Es spielt keine Rolle, was da drin ist. Die Taurus sind unsere Kriegsgegner. Inoffiziell? Offiziell? Eigentlich jetzt offiziell, oder? Weil die haben ja einen Krieg erklärt, der Arano. Deswegen ran da. Wir müssen die besiegen. Wir werden sie besiegen. Die haben keine Chance, sag ich mal. Sonntag. Heute Mittwoch. 3:41 Uhr. Ziel ist nahe gelegene Basis. Greifen Sie die Basis an und zerstören Sie genug davon, um Haus Calderon dazu zu bringen, die Basis aufzugeben. Wir sollten mit heftigem Widerstand rechnen. Passen Sie auf sich auf, Commander. So, bevor ich jetzt. Guck dir das an. Das EGM fällt. Der einzige, der so groß ist, ist der Highlander. Alles bleibt in der Nähe des Highlanders. Komplett. Enemy detected. Spielt keine Rolle. Jetzt sind wir sichtbar. Unsichtbar. 45 Tonnen? 40 Tonnen? Das EGM-Feld ist ja Hammer. Moving to position. Das können uns, glaube ich, Raketen schlechter treffen, oder? Wir sind unsichtbar. Ich bleibe im EGM-Feld. So, der Assassin kommt. Er sieht uns nicht. Nee, ist wahrscheinlich. Ach, der ist gesprintet. Ach, so, yes, Commander. Spielt keine Rolle. Wir haben einen Präzisionsschlag. Dank Entschlossenheit. Den kriegt er auch gleich. Schön ist der Mitte drauf. Roger that. Die werden nie wissen, was die getroffen hat. 65 Tonnen. Das sieht gut aus. Den können wir operieren. Vulcan. Augenleichtes Ziel eigentlich. Macht nur 15 Schaden, sehr schön. Kommt keine Raketen geflogen. Okay, ganz unsichtbar sind wir nicht. Aber das passt schon. So. Yes, Commander. Dino. Geht ein Stück nach vorne. Copy that. Verlässt das EGM-Feld. Sieht schon geil aus.
drauf und Vulkan, der hat 2. Das ist 80%. See how you like this. Scored a critical hit. What can I do for you? Bleibt im EG im Feld. I read you, Commander. Moving out. Sobald Junior, sobald X-Man am Vorrennen Highlander, ist das EG im Feld eh da. Was haben wir? Erstmal alles Stück für Stück rausholen. So, PBK macht mehr Schaden. Wohl das EG-Feld ist ja Hammer. Nach knapp 160 Folgen. So, X-Man geht vor. Holt das EGM-Feld wieder ran, wenn die anderen da drin sind. Das ist doch geil. Da können die Türme da hinten ruhig Raketen schweißen. Das stört mich nicht. Das ist mir egal. So. Flugzeug? Oder Assassin? Dann machen wir erstmal den Assassin weg. Stark angeschlagen. Enemy mech. Critical damage detected. Warning. Enemy sensor lock detected. EGM unterdrückt? Was? EGM unterdrückt. Das ist. Nee, EGM noch da. Ready for orders. Getarnt und geflügelt. Geflügelt. Ah, sauber. Getarnt ist immer gut, aber die Schienen sind sichtbar. Aye, aye. Tarndatum. Einheiten im EGM-Feld erhalten eine Tarndatum, können nicht erfasst werden. Durch das Abfeuern einer Waffe, das Einsetzen einer aktiven Fähigkeit oder das Eindringen einer Feindeinheit in das EGM-Feld wird der Tarn. Ladung entfernt. Bei Sensorerfassung werden alle Tarnladungen ent. Okay? Das ist ja cool. Das heißt, wir werden jetzt enttarnt. Affirmative. Okay, getarnt? Nicht getarnt. Also okay, sobald wir abfallen, sind wir noch nicht mehr getarnt. Shadowwalk. Sag mal, ich habe 65 Tonnen. So verguckt. Ja, das Dumme ist dann, dass dann immer als erstes ganze Turieren eine kassiert. Mittel? Hä? War eigentlich 65 Tonne irgendwo? Hm, anscheinend ich. Waiting on you, Commander. Ja, jetzt erst liegen. This is good. Ready for orders. Aye, aye. Ich glaube, er trifft mit der. Warning. Enemy reinforcements detected. Das sind feindliche Streitkräfte, Commander. Halten Sie die Stellung und passen Sie auf Ihre Flanken auf. Erstmal ein Flugzeug, der hat kaum Panzerung, theoretisch. Firing. Full complement on enemy. Leicht beschädigt. Enemy mech, critical damage detected. Warning. Enemy sensor lock detected. Geht aber trotzdem sehr viel daneben. Good to go. Das ist jetzt sehr ungünstig, weil der echt blöd da steht. So. Fügungsorg kriegt man raus, der ist weg. Here it comes. Okay.
nächstes ist Shadow dran. Waiting for order. Ja, die Hitze, geil. Okay, stark angeschlagen, aber ist noch da. Hat genügend Panzerung, das passt easy. Minor damage, Commander. Nothing to see here. What's up, boss? Hm? Acknowledge. Also, ich wohne. Weil ich erst ja noch getarnt. Jetzt nicht mehr. Muss man ganz klar dazu sagen, voll. Ich verstehe aber gerade die AK nicht. Nicht im geringsten. Weil das vorher war eine Einzelschusskanone, so bam bam. Das ist jetzt aber eine Mehrfachschusskanone. Böse erwischt, hätte das noch nichts runter platt. Enemy mech, critical damage detected. Wir sind alle noch im EGM-Feld. I've been sensor locked. Eigentlich könnte man noch einen Granatwerfer auf den drauf schmeißen, oder? Ich weiß nicht, gab's irgendwie. Ich weiß nicht mehr wo. Ich überlege gerade die ganze Zeit. Wenn ich jetzt noch einen Granatwerfer habe, dann einfach so attacken. Bam! Was kommt da richtig geiles Stuff? So, der einzige, der offen ist, ist Beamoff am Zenturion. Der ist unsichtbar. So, ich weiß, hier sind irgendwo Feinde noch im Anmarsch. I hear ya. You betcha. Scharfschützen, Scharfschützen. Aber die als erst. Ohne PBK. Aha. Reicht nicht ganz. Sind die alle davor gerade explodiert? Das sah ja cool. Das sah ja cool aus. Okay, die haben auf jeden Fall einen schweren dort. Roger. So, ohne AK-20. Taking the shot. That turret is gone. Was toll ist mit diesem Schild, sag ich mal, mit diesem Feld, fallen meine Jungs wenig um. Absolut schöner Hit. Wie nur möglich. Hey, ich bräuchte aber irgendeine Erweiterung, damit er sich mehr fliegen kann. Herr Kollege. Und Gebäude ist jetzt erstmal wurscht. Falls der Schuss noch Feuer. Steht noch. Feld ist ein bisschen komisch. Das mit der Tarnung ist eine tolle Sache. Commander. Das gefällt mir durchaus, weil dann kann ich nämlich mal kurz runterrufen und ganz kurz abkühlen. Bin ja offiziell nicht erfasst. Es kann auch keiner auf mich schießen. Die müssen näher kommen. Genau. So, selbst Glitch. Good to go. Kann davor in den Wald. On my way. Kann Alu abkühlen, ohne dass er beschossen wird. Das ist absolut Vorteil. Standing by. Kannst du auch mal einen Adobo abkühlen? Wir sind ja komplett unsichtbar. Tonnen? Was ist das? Cataphract. Kenn ich. Hat man mal als Gegner gehabt. Der sieht richtig böse aus. BBK, AK-10, Laser. Bringt auch 800 Hitpoints mit. Und nichts bringen.
aktiviert und so vor. Engaging multiple targets. So, weiter mit dem Schutzturm weg. Sind aber immer noch drei Mechs, darunter ein Cataphract. Der sieht böse aus. Geschossen haben, ist das EGM unterdrückt, das ist natürlich jetzt blöd. Was ich machen kann, ist, ich kann den mit dem EGM immer vorne stehen, die hinten schießen lassen, dann kommt die alle mit dem EGM. Er ist nicht im EGM-Feld, sondern das EGM-Feld ist dazwischen. Orders. Sehr offen. Got it. Firing full cover. Das bringt mir aber nichts. Also, bringt mir schon was, weil zumindest eins weniger. Griffin? IGM fällt halt, das sieht. Losing armor. Fällt nicht. Dachte. Waiting on you, Commander. So, Glitch. Der Hummer. Nicht die Gebäude beschieden, sondern jetzt. Naja, so ausschalten. Das war uns erst Griffin. Commencing Alpha Strike. Den hat's aber richtig böse erwischt. Oh, er hat noch 52 interne Struktur. Thunderbolt? Okay, war vielleicht nicht so witzig. You got nothing, you hear me? Waiting for orders. Was kommt links jetzt? Moving out. Ich kann zwar den Griffin ausschalten. Ich hab gern so einen Turm da hinten. Okay. Ich muss ja. Gute AK. Wie ist denn das? 50. Wenn die Laser treffen, komme ich auf 60 plus Raketen. Müsste passen. Firing on target. So, Griffin raus. Sehr schön. Ja, man merkt, ich überlege gerade, wenn ich schweigsam bin. Aber gut. Okay, der Cataphract. Schießt auf den Arm. Das ist nicht witzig. Reporting. Internal damage. Jetzt muss ich gucken. Der hat 800? Er kommt auf 1000. Er hat aber mehr Waffen. Er nicht. Aber er steht genau vor mir. Ich muss irgendwie dann nachher. Komm, wir probieren das mal. Wir probieren es. Was weg ist, ist weg. Da würde ich mich freuen. 66%. Zumindest angeschlagen. Das heißt, Dings kann den jetzt ausschalten, diese Runde. Also das spielt keine Rolle. Bimov kann jetzt das Bein nehmen. Got it. Dann können die anderen das andere Bein nehmen, dann würde ich zwei Teile vom Cataphract bekommen. Acknowledge. Aber sie trifft nicht. Doch, macht sie. Gut. Solid connection on that one. So. Wärmetauch zerstört, rechtes Bein zerstört, Cataphract fällt. Jetzt müssen die anderen gut treffen. Entschlossenheit sehr gut ausgesetzt, also umgesetzt, sag ich mal. Den können wir uns am Schluss, der wird einfach nur ausgeschaltet. Good to go! So, einfach nur von hinten schießen auf den. Andere beiden, 62%. Jetzt. Beide Beine zerstört. Sehr schön. And stay down. Bleibt noch ein Geschütz. Receiving you. Das sollte mich aber nicht wirklich stören. Location confirmed. Also, was mich jetzt ein bisschen stört, ist halt er. Das sollten wir hinbekommen. Schön auf die Mitte. Roger. Schön auf die Tore. Wann was die Raketen jetzt an meinem EGM-Feld zerstören?
Explosionsschlag haben wir nicht, aber ganz normal kommen wir davon. Alles in allem? Guter Hit, sag ich mal. Aber es reicht halt noch nicht. Orders. So, ich lasse den Turm bis zum Schluss. Ich mach zuerst hier ihn. Der letzte Turm da hinten. Der sollte nicht das Problem sein. Zwei Angriffe sowohl von Junior als von mir. PPK ab. Got it. Ready for orders. Coordinates received. Jetzt will ich unbedingt noch die andere aktive Sonde testen. Aber, mal gucken. So, die ersten 400.000 sind auf jeden Fall schon mal meiner. Taking the shot. So, zwei Gebäude der Taurus. That turret is gone. Zerstören. Das sollte einfach sein. Einfach so in Richtung drehen. Irgendein Gebäude aussuchen und dann einfach drauf feuern. Dann militärisches Gebäude weg. Enemy structure in. Genau. So, jetzt noch Nummer 2. Target building destroyed. Waiting for orders. Die EGM-Fälle komme ich aber auf knapp 30 FPS hier. Naja. Okay, könnte heiß werden. Zweite Raketen abschalten. Target confirmed. Leopard inbound, Commander. I'll meet you at the LZ. Gebiet gesäubert. Mannschaft erledigt. Wunder, Wunder, wunderbar gemacht. Und ich müsste jetzt zwei Teile vom Olieren bekommen. Das heißt, vorhin waren es 3 Teile, 4, das heißt, ich müsste jetzt 6 haben. Oder? Ich weiß es nicht. Ach, come on. Positiv 400.000 dazu bekommen. Alle Mannschaften überlebt. Ich glaube, Centurion AL-Variante ist mal kurz in Reparatur. Kein Problem. 648.000, sehr schön. 25 für die Garnison, 10% für die Geschütztürme, 10% für die Verstärkung. Tauruskonkord Thunderbolt. Gut, das ist ein Tag Reparatur. Kein Problem. Alle in Ordnung, alles easy. Mal sehen, was es Schönes gibt. Kaderfrack, genau, 2 Teile. Ich hätte jetzt gern noch ein Thunderbolt. Langstrecken 5, ne. Das hier ist gut. Also hier 5 PPK. Ich bekomme 4, 5, jawohl, jawohl, jawohl. Ich meine, wenn es um Kohle geht, ich habe jetzt so viel von den anderen Lasern, wenn ich die verkaufe, kriege ich bestimmt nochmal 1-2 Millionen zusammen. Das schwöre ich. So, ich bedanke mich, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Lasst ein bisschen Feedback da. Würde mich freuen und kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.